Ja, Freunde, willkommen beim 33. BVDM Elefantentreffen im Bayerischen Wald und dem 65. glaube ich insgesamt seit 1956. Ich habe jetzt hier ein paar Leute, die ihr wahrscheinlich alle kennt. Einmal den Wolfgang. Hallo. Den Dirk und den Herbert. Hallo. Hallo. Wolfgang, wie schaut's aus? Ja, es ist ein wunderschönes Elefantentreffen. Der Wettergott hat den Wasserkran nicht aufgemacht, hat es gestern schneien lassen. Und die Atmosphäre auf dem Platz ist wunderbar. Die Teilnehmer haben das, was wir vor acht Jahren eingeführt haben, den 7-Punkte-Plan, akzeptiert und leben das Treffen. Und die Teilnehmerzahlen gehen nach oben seitdem. Aber nicht unbedingt alle halten sich an alle 7 Punkte. Ja, das war gestern Abend wieder. Ich bin ehrenamtlicher Helfer und bin im Gelände unterwegs gewesen. Und habe gedacht, gerade noch alles schön ruhig. Dann war Feuerwerk direkt neben mir. Da muss ich natürlich dahin und habe auch die Verursacher dingfest gemacht. Habe die ins Bändchen abgenommen. Bändchen heißt den Eintritt, den man hier nachweist mit dem Bändchen. Ja, wir sind dann mit den Verursachern ins Organisationsbüro, haben die Personalien aufgenommen und sie sind heute vom Gelände verschwunden. Ja, also ihr habt es gehört, Leute, die 7 Punkte, das Programm Back for Future, das ist nicht nur Fantasie oder einfach nur eine Ansage. Die wird auch konsequent umgesetzt vom BVDM. Der BVDM muss das auch leider konsequent umsetzen. Da geht es nicht nur um irgendwelche, sage ich jetzt mal, dass das sinnlose Regeln sind, sondern die haben ihren Grund, ganz einfach. Ich glaube, ich brauche niemand erklären, was passieren kann, wenn im Zelt so eine Rakete hochgeht. Wir hatten sowieso bisher so viel Glück, dass man sich das gar nicht vorstellen kann, dass noch nichts Schlimmeres passiert ist. Außer abgebrannte Zelte. Das hatten wir, aber Gott sei Dank bisher, außer Sachschaden war da ja nichts. Und ich hoffe nicht, dass das irgendwann mal so weit kommt, dass das wirklich Konsequenzen trägt. Also ihr ärgert unterm Strich, wenn ihr Raketen und Feuerwerk anzündet, erstmal den BVDM natürlich, die ganzen anderen Teilnehmer, die Anwohner, aber wahrscheinlich am meisten euch selbst, wenn ihr dann für die Schäden oder die Verletzungen oder was auch immer haften müsst, die dadurch entstehen, wenn ihr illegal Raketen anzündet. Auch mit dem schnellen Fahrten, betrunken vielleicht sogar noch auf dem Gelände, unnötigerweise vor allem. Das muss nicht sein. Ihr ärgert mehr Leute, als ihr damit Spaß habt, unterm Strich. Also lasst das bitte sein. Ich weiß, das klingt immer nach Spielverderber, aber unterm Strich wollen wir doch alle eigentlich einen Elefanten treffen. Das bleibt, wie es ist, beziehungsweise dass es auch in 10, 15 oder 20 Jahren noch gibt. Also, das muss jeder ganz egoistisch sehen, nämlich so, dass er das Elefantentreffen hilft, mitzuerhalten. Genau, darum geht es unterm Strich. Und wir hatten die ganzen Jahre jetzt, 3 Jahre, 36 Monate, 2 Korrofanten-Challenges, hatten wir einen Schwur. Und der lautete, einmal Elefant, immer Elefant. Also Leute, ich bin der Amadeus. Ich bin Wolfgang. Ich bin der Dirk. Ich bin der Herbert. Und da sind wir daheim. Dauern. Wir sehen uns nächstes Jahr zum 34. Elefantentreffen hier in Solla und zum 66. BVDM-Treffen. Bis dann. Bis dann.